Herzlich willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich wünsche euch einen wundervollen Montag oder einen wundervollen Tag, wann auch immer ihr das jetzt hört. Eine schöne Woche. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, so langsam seid ihr nicht allzu sehr im Stress. So, es geht ja Richtung Weihnachtszeit, Adventszeit. Und ich weiß, dass es für manche Menschen der totale Stress ist. Ich hoffe, es ist bei euch nicht der Fall. Ich möchte dazu eine ganz kurze Werbung im Vorhinein mal machen, weil das jetzt eben ab nächster Woche Thema ist. Und zwar ab dem 1.12. gibt es auf meinem Saskia Worf Instagram-Kanal einen Adventskalender. Den habe ich letztes Jahr schon mal gemacht, online. Davor habe ich ihn schon drei Jahre privat gemacht. Das war dann wirklich nur so für Familie, Freunde. Ich habe ihn jetzt wieder aufgenommen. Ich bin auch jetzt schon fertig mit der Aufnahme. Und da werden 24 Türchen von mir kommen mit, überwiegend natürlich den sehr bekannten Weihnachtsliedern. Müssen natürlich auch GEMA-frei sein. Deswegen, ich hätte auch total Bock, mal einen Adventskalender zu machen mit den ganzen moderneren Sachen, die mit Flöte und Klavier natürlich auch ganz cool klingen, aber ich darf das halt größtenteils nicht veröffentlichen, weil es, GEMA-Schutz und so weiter. Dementsprechend sind das alle Stücke, die ich selbst arrangiert habe oder ich sogar aus Originalliteratur spiele. Und wenn jetzt auch jemand hier zuhört, der Flötist oder Flötistin ist und Lust hat, bei diesem Adventskalender sogar mitzumachen, also sprich ihn selber auch zu spielen, ich habe auch einen Flötenkalender, den man kaufen kann für sage und schreibe 25 Euro für ein ganzes Jahr. Da sind am Ende 365 Stücke, also pro Tag ein Stück und insgesamt 52 Playalongs, beziehungsweise jetzt eben noch mehr, weil ich den Adventskalender komplett in Audioform auch da hochgeladen habe. Das heißt, wenn man jetzt in den Dezember sich runterlädt, bekommt man zusätzlich zu den 31 Noten und den 24 Türchen, die ich eben auch offiziell veröffentliche, die Audiodateien und kann das mitspielen. Das war jetzt so einfach mal die Idee, dass ich das mal machen kann, weil ich weiß, dass es viele Leute gibt, die auch gerne Weihnachtslieder spielen, aber irgendwie so alleine zu Hause, ohne Begleitung, das klingt halt irgendwie auch alles nicht so geil und dementsprechend kann man dann mit mir zusammenspielen. Das sind eigentlich fast alles Quartett-Arrangements, Flötenquartett. Und das einfach nur kurz vorab, das wollte ich mal sagen. Ich packe wie immer alles in die Shownotes, also den Link zu meinem Instagram-Kanal und der Link zu dem Flötenkalender. Falls jetzt hier Flötisten zuhören oder vielleicht kennt ja jemand, der Flöte spielt. Prinzipiell ist dieser Kalender eher für Hobby-Flötistinnen und Flötisten, also eher auch Erwachsene, die vielleicht schon ein bisschen länger spielen, die einfach nicht so wirklich das Repertoire haben und nicht wissen, was sie machen sollen den ganzen Tag, wenn sie üben wollen. Und ist aber auch für Schüler im früheren Stadium zum Teil geeignet, weil man hat dann einfach 365 Noten davon von Schwierigkeitsgrad nach einem halben Jahr bis zu, ich sag mal, 5, 6 Jahren Flötenunterricht. Und wenn jetzt hier Kolleginnen und Kollegen von mir zuhören, die da Flöte unterrichten, auch für euch ist es was natürlich wahnsinnig viel Arrangements, die sind alle von mir arrangiert oder auch da wieder Originalliteratur. Genau, Werbeblock am Anfang heute mal und ich freue mich jetzt irgendwie auf die Adventszeit, weil ich kann jetzt chillen, weil ich sonst immer den Adventskalender manchmal noch so im Dezember aufgenommen habe. Und jetzt ist es so, habe ich alles im Vorhinein schon eingespielt und die Noten sind fertig und ich kann mich richtig zurücklehnen. Ich freue mich. Ja, heute gibt es eine etwas kürzere, knackigere Infofolge eigentlich, kann man sagen. Dazu passend ein Blogartikel, der heute online gegangen ist auf meinem Kanal. Also auf meinem Blog, ja, aber auch auf meinem Kanal. Und zwar wurde ich gefragt, ob ich nicht mal eine Podcast-Folge und einen Blogartikel zum Thema Buchempfehlungen für Instrumentalpädagogik hochladen könnte. Ja, jetzt sitze ich nun hier mit 4 Büchern, die ich persönlich in meiner Studienzeit und auch in meiner Berufsstart, die ich jetzt hatte, doch immer noch viel benutze und benutzt habe. Und zwar sind da einige absoluten Standarddinger dabei, wo man sagen muss, ja, ist klar, dass sie das sagt. Also gerade wenn jetzt hier Kollegen zuhören, die auch schon vor ein paar Jahren studiert haben. Aber auch etwas neuere Sachen, die ich jetzt dabei habe. Also wie gesagt, ich habe 4 Bücher euch mitgebracht und fange erstmal mit dem absoluten Standardwerk an. Ich muss ehrlich sagen, ich kriege so ein bisschen die Krise, wenn ich das Buch sehe, auch wenn ich das aufschlage, weil ich habe damals meine
mündliche Musikpädagogikprüfung über dieses Buch halten müssen. Und ich habe dieses Buch komplett auswendig gelernt im Prinzip, ja. Also weil ich einfach nicht wusste, was für Themen rankommen und so weiter. Und das ist halt schon ein ganz schöner Schinken eigentlich, wenn man das so komplett liest und auswendig lernen will. Also nicht zu zitieren, aber einfach so die Themen. Und zwar ist das Lehren und Lernen im Instrumentalunterricht von Anselm Ernst. Ein pädagogisches Handbuch für die Praxis. Gibt es im Schott Verlag. Dazu muss ich sagen, Werbung, Hashtag Werbung unbezahlt, ja. Also die Bücher, die ich jetzt hier empfehle, empfehle ich einfach, weil ich sie sehr gut finde, weil sie zum Teil absolut Standardwerk sind in der Pädagogik. Vielleicht kennt ihr auch das eine oder andere Buch schon, aber vielleicht auch nicht. Deswegen sage ich es. Ich persönlich habe jetzt hier die Ausgabe von 2012. Das ist, glaube ich, schon die vierte oder fünfte Auflage. Und das erste Mal, dass das rauskam, war 1991. Also schon ein etwas älteres Buch. Aber ich muss sagen, wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Also Anselm Ernst war ein Professor in Freiburg. Und seine Schwerpunkte sind eben Didaktik und im instrumentalen Gesangs- und Gruppenunterricht gewesen. Und dieses Buch hat die absoluten Standardsachen, auch wie schreibe ich einen Stundenentwurf, wie führe ich dann den Unterricht durch, was gibt es für Lernfelder, was gibt es für Unterrichtsmethoden, wie macht man Werkanalyse. Also hier ist einmal alles drin, ne, wenn ich jetzt hier so, ich gehe mal kurz ins Inhaltsverzeichnis, um so ein bisschen klar zu machen, wie das so aufgeteilt ist, falls ihr es jetzt nicht eh schon vor euch habt. Also das Ding fängt an mit Unterrichtszielen, Lernfelder und Unterrichtsmethodik und Unterrichtsplanung. Und dann geht es eben weiter in die Durchführung des Unterrichts. Wie ist das mit der Lehrer-Schüler-Beziehung? Hier wird noch nicht gegendert, ne? 1991. Körpersprache, Unterrichtssprache, Lernprozesse, wie macht man das im Gruppenunterricht, was für Probleme gibt es im Gruppenunterricht und dann eben auch, wie beobachte ich Unterricht? Also ein wirkliches Standardwerk. Was, glaube ich, in jedem musikpädagogischen Seminar irgendwann mal erwähnt wird. Es ist, wie gesagt, schon ein bisschen älter. Es gibt mittlerweile auch neuere Bücher, die sich mit quasi derselben Thematik beschäftigen. Aber ich muss auch sagen, das ist so ein bisschen wie mit anderen Themen. Die erfinden das Rad auch nicht neu. Also es gibt natürlich einige Erkenntnisse, die man vielleicht vor 30 Jahren noch nicht hatte, mit Sicherheit. Aber so die absoluten Standarddinge, auch wie man eben Unterricht plant, da ist jetzt nicht so sonderlich viel Neues passiert, muss ich sagen. Also in der Unterrichtsplanung ist allerhöchstens der Unterschied, dass man es vielleicht heute nicht mehr auf dem Blatt Papier macht, sondern vielleicht in der Excel-Tabelle oder im PC. Aber ansonsten ist das ein Standardwerk, was ich sehr empfehlen kann, was ich persönlich auch finde, es gehört in das Bücherregal eines Musikpädagogen oder einer Musikpädagogin. Falls ihr das jetzt noch nicht habt, ist jetzt auch nicht schlimm. Ich gehe davon aus, dass egal wo ihr studiert, ihr dieses Buch finden werdet in der Bibliothek. Meistens sogar in mehrfacher Ausführung, denn das ist oft vergriffen, weil das auch für wissenschaftliches Arbeiten in der Musikpädagogik doch sehr oft verwendet wird und auch oft zitiert wird. Genau, dann gibt es ein Thema, was ich bin sehr froh, dass es dieses Buch jetzt gibt, weil ich hätte mir das gewünscht, dass es das schon früher gegeben hätte. Beziehungsweise, dass ich es früher gekannt hätte. Ich muss gerade mal gucken, von wann das jetzt genau ist. Ja, genau. Also ich hätte mir gewünscht, dass ich es früher kennengelernt hätte, weil ich habe da schon studiert, als es das gab. Und zwar das Buch Erwachsene im Instrumentalunterricht von Reinhild Spiekermann. Didaktische Impulse für ein Lernen in der Lebensspanne. Ihr werdet als Musikpädagoginnen und Musikpädagogen auf jeden Fall erwachsene Schüler unterrichten. Gerade im privaten Bereich, aber auch in der Musikschule. Und ich muss sagen, es ist doch schon ein Riesenunterschied, ob ich da jemanden sitzen habe, der 55 ist, noch nie sein Instrument, was er da jetzt lernen möchte, gespielt hat, oder ob ich da einen 8-Jährigen sitzen habe. Oder ob ich da jemanden sitzen habe, der Mitte 40 ist und früher 20 Jahre lang das Instrument gespielt hat und dann wegen Studium und wegen Beruf aufgehört hat und 15 Jahre später sagt, so, ich will jetzt wieder weitermachen. Also es sind einfach ein bisschen andere Voraussetzungen. Und wenn man noch nie Erwachsene unterrichtet hat, finde ich es nicht verkehrt, sich vorher ein bisschen theoretisch damit zu beschäftigen. Und dieses Buch ist wirklich sehr, sehr gut. Es hat sehr gute Ideen, sehr gute Impulse eben für den Erwachseneninstrumentalunterricht, weil es einfach, ja, auch
in der Gehirnentwicklung einfach ein anderes Thema ist. Ne? Also wie gesagt, wenn ihr ein achtjährigen oder achtjähriges Kind da vor euch sitzen habt, ist noch alles ganz frisch. Das Gehirn ist noch nicht mit so viel grauer Masse, sondern da ist noch ganz viele Neuronen und noch ganz viele Nervenzellen, die man frisch verwenden kann für das Instrument. Die lernen für gewöhnlich sehr, sehr schnell. Ja? Jemand mit 55 lernt auch, also ist definitiv auch bewiesen, Neuroplastizität. Ne? Also man kann in jedem Alter auch noch was Neues lernen, aber es dauert halt einfach ein bisschen. Und da gibt es einfach auch Themen, auch hier gucke ich jetzt einfach mal kurz rein, das ist aus dem Jahre 2009. Auch im Schott Verlag, allerdings in diesem blau-gelben Üben-Musizieren-Reihe. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Also auf jeden Fall aber auch im Schott Verlag. Und hier gibt es eben auch Voraussetzungen im Instrumentalunterricht mit Erwachsenen. Es gibt übrigens Videos dazu, das ist nämlich mega cool. Da ist ein DVD dabei und da kann man auch mal in Unterrichte reingucken. Auch hier Planung und Durchführung von Erwachsenenunterricht. Und da werden einfach diese ganzen Probleme angesprochen, die man mit erwachsenen Schülerinnen und Schülern haben könnte. Das muss nicht sein, dass da Probleme entstehen, aber es kann halt passieren. Und es ist toll, dahingehend auf ein Werk zurückzugreifen, wo sich einfach jemand schon sehr viel damit beschäftigt hat, wo man sich Ideen holen kann, wenn man merkt, okay, da ist einfach ein Problem und ich weiß nicht, wie ich das mit der Person, mit dem Schüler oder der Schülerin lösen soll. Und wie gesagt, ihr werdet definitiv, definitiv erwachsene Schüler unterrichten. Das wird wahrscheinlich eher noch mehr werden in den nächsten Jahren. Es ist schon viel mehr geworden, aber gerade eben, wie gesagt, im Privatunterrichtssektor ist es das absolut normal, dass man erwachsene Schüler hat. Ja. Und ich persönlich zähle ehrlich gesagt erwachsene Schüler eigentlich schon so ab 19, 20. Also wenn jemand mit 20 zu mir kommt und möchte Unterricht haben, dann ist es für mich kein Jugendlicher mehr. Ja, ganz klar. Und es ist aber, wie gesagt, nochmal ein Unterschied, ob jemand mit 21 bei mir zum Unterricht reinkommt oder jemand mit 55 oder jemand mit 73. Ja, habe ich auch schon alles. Ein sehr, sehr gutes Buch, kann ich sehr empfehlen. Ich werde übrigens natürlich alle Bücher verlinken auf Seiten, die nicht Amazon sind. Jetzt habe ich es doch gesagt. Also, Hashtag Werbung unbezahlt. Ich werde keine Links von dieser Firma verlinken, sondern ich werde, nach Möglichkeit geht ihr, wenn ihr euch Bücher kauft, zu eurem Buchhändler um die Ecke. Aber ansonsten nutzt einfach Notenfachhändler oder nutzt Online-Händler, die nicht die Marke, ja, ich sag's nicht nochmal, die diesen momentanen Marktführer unterstützen. So, das nächste Buch, was ich für euch habe, würde man wahrscheinlich gar nicht unbedingt in die Instrumentalpädagogik so richtig einordnen am Anfang, aber ich persönlich finde es so wichtig, dass man sich damit beschäftigt, mit dem Thema. Und weil es so eng ist, finde ich, nenne ich es jetzt hier. Und zwar Musik lernen von Wilfried Grun und Peter Röpke, das sind Herausgeber, also es sind jetzt nicht nur von denen geschrieben, sondern das sind ganz viele verschiedene Autoren. Bedingungen, Handlungsfelder, Positionen. Hier geht es nicht primär um Instrumentalpädagogik, sondern hier geht es vor allem um, wie lernt ein Mensch Musik? Wie lernt das Gehirn? Wie lernt der Körper? Also so ein paar Themen, dass ihr so ein bisschen eine Übersicht bekommt. Hirnphysiologie musikalischen Lernens oder Körperlichkeit als Grunddimension des Musiklernens, Musiklernen als sozialer Prozess, Musiklernen in Institutionen, Einflüsse der Adoleszenz auf musikalische Lernbiografie. Falls ihr den Begriff Adoleszenz noch nie gehört habt, habe ich bis vor meinem Kolloquium ehrlich gesagt auch nicht. Das ist ein bisschen ähnlich gleichzusetzen mit der Pubertät. Der Unterschied ist nur, die Pubertät ist das, was wir als hormonelle Entwicklung definieren. Also das, was bei den meisten Jugendlichen zwischen 11 und 18 passiert. Und die Adoleszenz bezieht sich eher auf das Erwachsenwerden auch in der Gehirnentwicklung. Und das geht weit mehr als nur bis 18. Das heißt, man sagt bei der Adoleszenz, die Spanne ist so von 10, 11 bis Mitte 20. Ja, also da geht es nicht um die hormonelle Geschichte, um Geschlechtsteile, die wachsen, sondern da geht es einfach um die geistige Entwicklung zum Erwachsenen. Ja, und sehr guter Artikel übrigens, habe ich damals auch in meinem Kolloquium verwendet. Musikvermittlung gibt es hier auch einen Artikel und
Themen und Methoden musikpädagogischer Lernforschung. Also es sind auf jeden Fall musikpädagogische Themen drin, aber es geht einfach darum, ein Kompendium von Artikeln zu haben, wie lernt der Mensch Musik, wie wirkt Musik auf das Gehirn, was sind für Vor- und Nachteile, wie kann man das in den Unterricht einfließen lassen und so weiter und so fort. Dieses Buch ist noch recht neu. Mal gucken. Das ist übrigens nicht im Schott Verlag, sondern im Helbling Verlag erschienen und kommt aus dem Jahre, gebt mir eine Sekunde, ich finde es gerade nicht. Ist ein bisschen, steht hier auch gar nicht. Stelle ich gerade fest. Ah doch, hinten. 2018. Also noch recht frisch. Das hätte ich tatsächlich in meiner Studienzeit in Mainz gebrauchen können, das Buch. Und wir machen weiter mit Buch Nummer 4, was ebenfalls ein Kompendium, also ein kleine Art Lexikon bzw. ein Artikelsammelsorium ist, so muss man es vielleicht eher sagen. Und zwar das Buch ist bei uns in der Hochschule immer vergriffen gewesen, obwohl wir es in mehrfacher Ausführung in der BIP haben. Das Buch Grundwissen Instrumentalpädagogik, ein Wegweiser für Studium und Beruf, herausgegeben von Barbara Busch. Das ist so ein Buch, wenn ihr das seht, das ist sehr bunt vorne, weil das so ein Regenbogenfarben-Ding ist. Und da sind von sehr berühmten Menschen der Musikpädagogik und der Musikermedizin Artikel drin, also von Eckhard Altenmüller, von Michael Dartsch. Also jeder, der Musikpädagogik studiert, wird jetzt sagen, ja, kenne ich. Ulrich Mahlert, sehr bekannt natürlich. Peter Röpke, Reinhild Spiekermann, da ist sie wieder. Das ist die, die auch das Buch mit dem Erwachsenenunterricht geschrieben hat. Und das ist ein richtiger Schinken, muss man einfach sagen. Das hat hier, wie viele Seiten hatten das Ding? Ja, so knapp 480 Seiten. Aber das ist, wie gesagt, auch einfach ein Kompendium von sehr vielen verschiedenen Themen, die aber alle für den instrumentalpädagogischen Unterricht wirklich relevant sind. Also auch hier so ein paar Überthemen zum Begriff der Musik, also Grundlagen der Instrumentalpädagogik, neurowissenschaftliche Grundlagen, das ist auch ein sehr, sehr guter Artikel, Auftrittsangst und Auftrittstraining, Entwicklungspsychologie, Psychoanalytik, Motivation, Kinder im Instrumentalunterricht, Jugendliche im Instrumentalunterricht, Musizieren mit Behinderung, auch sehr, sehr spannend, Kommunikation im Unterricht, Sozialform, das Üben lernen, oh Jesus, auch noch so ein Thema, Unterrichtsmaterialien, Schülervorspiele konzipieren, Unterricht beobachten und bewerten, Instrumentalunterricht planen, Professionalisierung der Instrumentalpädagogik, wie ist das entstanden aus den letzten 300 Jahren, ja, eine kurze Geschichte der Musikschule, also wirklich, da ist alles drin. Also es ist alles drin. Ich kenne auch wenig Leute, die in der Musikpädagogik eine Hausarbeit oder eine Bachelorarbeit schreiben und dieses Buch nicht auf der Literaturliste haben, weil irgendein Artikel passt immer gut. Also auch ein Buch, was ich sehr empfehlen kann. Ich habe es mir jetzt auch erst vor kurzem zugelegt. Ansonsten habe ich es immer aus der Bib geholt. Mir war das aber zu blöd, dass wenn ich das demnächst auch wiederum brauche für meine Bachelorarbeit, dass ich mir das immer wieder ausleihen muss und es immer vergriffen ist. Es ist im Breitkopf-Hertel entstanden, Breitkopf und Hertel, und kommt aus dem Jahr 2016, also auch noch sehr frisch. Oh, Entschuldigung, Gong. Und das waren meine 4 Buchtipps, die ich natürlich jetzt auch in der im Blogartikel ein bisschen beschrieben habe und auch da so ein bisschen Einblick gegeben habe, die ich persönlich sehr, sehr gut finde für den instrumentalpädagogischen Unterricht, für die Ausbildung als Instrumentalpädagogin oder Instrumentalpädagogen. Und ich hoffe, dass da was dabei war, was ihr noch nicht kanntet. Falls ihr alles schon kanntet, ist auch cool. Ja, dann habt ihr euch auf jeden Fall, jetzt könnt ihr euch bestätigt fühlen, dass ihr schon viel Literatur kennengelernt habt. Vielleicht kanntet ihr auch keins der Bücher und sagt, boah, spannend, das eine oder andere würde ich mir mal ausleihen oder das eine oder andere würde ich mir sogar kaufen. Zum Abschluss möchte ich eigentlich nur sagen, ich weiß, dass es einige Leute jetzt gibt, die auch Pädagogik studiert haben, die sagen, oh, diese Bücher immer und die Hausarbeiten. Also ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, aber ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt aus Büchern. Am Ende unterrichten, praktisches Unterrichten lernt man nur durch praktische Unterrichten. Also ihr könnt nicht aus Büchern lernen, wie man unterrichtet. Punkt. Man lernt unterrichten nur durchs Unterrichten, man lernt das auf die Bühne gehen nur durch auf die Bühne gehen.
man muss es tun. Ja? Also es bringt nichts, wenn ihr 15 Bücher gelesen habt und denkt, das funktioniert dann. Ihr müsst es machen, das muss man umsetzen. Aber sich Wissen anzueignen, was im Unterricht ja wiederum, wo der Schüler davon profitiert, die Schülerin oder ihr selbst davon profitiert, das ist schon sehr praktisch. Ja? Also dass man einfach bestimmte Themen hat, wo man sagt, da kenne ich mich gut aus. Und da profitiere ich von im Unterricht. Machen muss man es trotzdem noch. Ja, also das möchte ich nicht das Gefühl geben, dass ihr jetzt einfach nur Bücher lest und dann passt das schon. Also da muss man schon ein bisschen für ackern. Und ich habe, also wenn ihr mich jetzt raten lasst, ich habe so gute 40, 50 Bücher mittlerweile auch in meiner Bibliothek hier an Fachbüchern. Natürlich, da ist auch viel Flöte dabei, aber eben auch musikpädagogische Sachen, musikgeschichtliche Sachen, Lexika, Musik, was mich sehr interessiert halt auch, ist Musikmedizin, also der ganze neurowissenschaftliche Kram. Da habe ich sehr, sehr viele Bücher hier und die ich mir nach und nach zugelegt habe. Und das wird mit Sicherheit nicht, wenn nicht die letzten Bücher sein, die ich gekauft habe. Aber es ist schon sehr von Vorteil, wenn man einfach Fachbücher hat, in die man auch reinschauen kann. Und wenn man jetzt nicht so die Kohle dafür hat, dann sagt so, boah, ey, diese Fachbücher sind auch sauteuer, das stimmt auch. Mal abgesehen davon, dass ihr sie absetzen könnt, wenn ihr mal Steuern zahlt. Das ist dann Fachliteratur, die ihr euch dazu legt. Das heißt, wenn ihr euch ein Lexikon für 150 Euro kauft, dann könnt ihr die einfach von der Steuer absetzen, ja. Aber ich persönlich finde es trotzdem wichtig, ein paar Bücher auch selber zu haben. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr da jetzt finanziell gerade so sagt, boah, nee, das ist mir alles einfach viel zu teuer, in den Hochschulbibliotheken oder in den Universitätsbibliotheken sind diese Bücher vor allem, also in Musikbereichen immer vorhanden. Und falls da mal was nicht vorhanden ist bei euch, ne, wenn ihr jetzt zuhört und sagt, Moment, das Buch gibt es bei uns aber nicht in der BIP, dann lasst es anschaffen. Also lasst es dann kaufen. Ich habe die vier Bücher, die ich jetzt vorgeschlagen habe, sind zum Beispiel bei uns in der Kölner und Wuppertaler Hochschulbibliothek vorhanden. Das weiß ich, weil ich da selbst mal gearbeitet habe in der Bibliothek. Aber wenn ihr jetzt an der Hochschule arbeitet oder studiert, wo das eine oder andere Buch fehlt, dann lasst es anschaffen. Ne? Schickt der Bibliothek eine E-Mail, dass ihr dieses Buch gerne hättet oder dass ihr das braucht für eure Bachelorarbeit oder was auch immer. Und dann wird das angeschafft. Ne? Obwohl das jetzt alles wirklich Standardwerke, ich kann mir nicht vorstellen, dass es an der Musikhochschule diese Bücher nicht gibt. Aber man weiß ja nie. Ich hoffe, das war interessant, auch für die Leute, die jetzt zuhören, die vielleicht gar nicht Pädagogik unterrichten, pädagogisch arbeiten. Boah, Leute, ey, ich brauche mehr Kaffee jetzt. Ich gehe, glaube ich, jetzt erstmal eine Runde raus und dann gibt es noch einen Kaffee. Und ich hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen. Falls ihr jetzt sagt, boah, ich habe da auch noch so ein paar Buchtipps, dann schreibt mir die sehr, sehr gerne. Ihr könnt mir das als E-Mail schreiben. E-Mail ist auch immer unten in der Shownotes verlinkt, info@managemusik.com. Weil wenn ihr sagt, boah, das sind ja coole Bücher, aber ich glaube, das und das und das wäre auch noch total wichtig, dann würde ich da vielleicht irgendwann mal, ja, ne, zweiten Teil von machen. Also das waren jetzt auch nicht alle Bücher, um Gottes Willen. Das waren jetzt die Bücher, die ich persönlich für am mit wichtigsten gehalten habe. Genau. Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine wundervolle Woche und einen guten Start in die Adventszeit. Ich mache mich jetzt auf, ein bisschen in die frische Luft. Bis dann.